Sommelier, wir sind dann in der Stadt ein bisschen einkaufen. Ein paar Sachen für die Kleine gekauft. Und ein Kleid anprobiert. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch machen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich wollte euch kurz einmal zeigen, was ich alles mitgenommen habe. Einmal fangen wir an mit den Sachen für die Kleine, glaube ich. Da ist es einmal diese Jacke hier geworden. Das ist so eine kleine, so ein Cardigan, würde ich sagen. Die ist richtig süß. Die brauchen wir für die Taufe, über das Taufkleid. Wir haben schon ein Taufkleid, aber jetzt wollte ich noch diese so eine kleine Jacke drüber haben. Die ist in 62, ich hoffe, die passt noch. Eigentlich hat sie nämlich schon 68 und hat 13 Euro gekostet. Fand ich ganz süß. Passend auch noch eine weiße Strumpfhose für Babys in 62, 68, auch einmal für die Taufe 2,50. Dann waren im Angebot diese Spucktücher hier, drei Stück. Einmal mit so einem Schwan, einmal mit Sternen, einmal mit Punkten. Kann man immer gebrauchen für 4,99. Und dann habe ich noch mitgenommen dieses Outfit hier. Das ist so eine ganz dünne Latzhose mit so ganz verschiedenen kleinen Sachen drauf hier. Und darunter ist so ein rosanes Shirt. Das ist in 68, runtergesetzt auf 10 Euro. Genau, so sieht das aus. So riesig. Aber sie ist ja auch schon echt eine große Maus. So, dann habe ich für mich was mitgenommen. Einmal diese Kurzhose. Ich hatte einfach gar keine kurzen Hosen mehr. Deswegen habe ich einmal diese hier mitgenommen. Die hat hier so Rosen am Rand. Fand ich ganz schön. XS habe ich und die wurde von 30 Euro auf 13 runtergesetzt. Deswegen musste die mit. Die stimmt mir auch sehr gut, finde ich. Dann habe ich noch von Teddy Ray eine kurze Hose mitgenommen. Das ist eine High Race. Die ist in Größe 34, 20 Euro, fand ich auch sehr hübsch. Dann habe ich mir mitgenommen drei Shirts. Einmal dieses hier, ist in Größe S, das damit es einfach ein bisschen lockerer sitzt. Meine Geschwister spielen übrigens gerade mit der Kleinen. Genau, die steht halt einfach so ein paar Sachen drauf. Wie gesagt, in S und das hat gekostet 13 Euro. Finde ich auch sehr schön, auch passend hierzu. Diese Hose sehr schön. Dann habe ich mir so ein etwas längeres Oberteil mitgenommen in S. Das war auch runtergesetzt. Von 15 auf 12 Euro. Und da fand ich das hier vorne ganz schön. Das ist halt so blau-weiß gestreift, sehr maritim. Aber auch langärmlich. Ist einfach so ein, ja, weiß nicht, wie sagt man, Longsleeve oder so. Keine Ahnung. Und zum Schluss noch ein Shirt. In blau-weiß gestreift mit einer Wassermelone drauf. Fand ich jetzt auch sehr schön. Also ich weiß nicht, ist halt der Geschmäcker sind verschieden. Meine Familie mag das zum Beispiel gar nicht, aber ich fand das sehr schön. Und auch das war runtergesetzt von 15 auf 12 Euro in XS. Von Only ist das. Ja, fand ich sehr schön. Und auch sehr passend zu den Hosen. Ja, und das war's auch eigentlich. Ja, wie gesagt, meine beiden Geschwister spielen ja gerade mit der Kleinen, die ist frisch gewickelt, frisch umgezogen schon. Wir waren jetzt gerade 8 Kilometer spazieren und eine große Abendrunde mit den Hunden. Und das liebe ich ja hier im Urlaub immer, wenn wir hier sind, gehen wir so viel spazieren. Jetzt tun mir echt meine Füße und meine Rücken weh, aber es ist einfach so gut für den Körper. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben den vorletzten Tag. Morgen geht es mit uns nach Hause. Und wir sind gerade alle aufgestanden. Und die Kleine schläft schon wieder. Da. Und ich habe sie gerade gestillt. Meine Geschwister spielen hier Monopoly Deal. Und wir warten gerade auf meine Eltern, die sind nämlich Frühstück holen. Und da warten wir jetzt, bis sie wiederkommt. Und dann frühstücken wir. Und meine Schwester ist, glaube ich, noch mit den Hunden draußen. Wenn ich das richtig sehe. Gott, und ich sollte mir erstmal meine Haare kämmen. So, hier spielen die beiden Monopoly Deal. Ich? Weniger, ja, und das Wetter ist, oh gut, auch da hinten ist blauer Himmel. Also gerade ist es total doll gewittert, aber da hinten ist schon blauer Himmel. Vergiss den Like nicht. Genau, vergiss den Like nicht.
sind wieder im Wohnwagen. Wir waren ja gerade fleißig schwimmen. Und jetzt sind wir wieder hier im Wohnwagen, haben es gerade zum Mittag gegessen und ich wollte euch kurz einmal erzählen, wie die Kleine denn so das Schwimmen fand. Also die Kleine fand es direkt total toll, als wir ins Wasser gegangen sind und sie ist auch direkt richtig aufgeblüht und auch als ich so ein bisschen ein paar Babyschwimmen, Techniken mit ihr gemacht habe, fand sie es auch richtig toll. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt öfters machen und ich werde mich auch erkundigen wegen Babyschwimmen irgendwie bei uns in der Nähe, weil ich finde das einfach total schön mit der Kleinen. Ich fand das wirklich total toll. Was ich jetzt schade fand bei dem Schwimmbad war leider, dass das Babybecken viel zu kalt war. Also das Babybecken war fast kälter als das Schwimmerbecken und ich glaube, jeder weiß, wie kalt Schwimmerbecken sind. Und dementsprechend konnte ich nur mit ihr in den Wellnessbereich. Da war halt ein Becken, was halt ein bisschen wärmer war, wo die Luft in dem Raum auch richtig schön warm war. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Sonst war es wirklich total toll. Die Kleine hat ein bisschen geplanscht, ist ein bisschen geschwommen. Und dann wurde sie aber auch relativ schnell an die Brust und ist auch sehr, sehr schnell müde geworden, weil sie hat auch keinen Mittagsschlaf gemacht. Also kann ich das auch verstehen, dass sie dann ganz schön müde wurde. Und es war aber an sich wirklich sehr gelungen, dieser Tag. Und jetzt ist es auch schon wieder 19 Uhr. Ich werde jetzt gleich mit meiner Drohne noch ein bisschen rausgehen. Ich habe ja die Phantom 3 von DJI. Und da wollte ich jetzt hier unbedingt, ich habe die eigentlich extra mitgenommen, hier unbedingt nochmal so ein bisschen was filmen. Und das machen wir jetzt gleich nochmal, bevor wir dann morgen nach Hause fahren. Morgen geht es für uns wieder heim. Und ich habe auch schon angefangen, Koffer zu packen. Und deswegen sind hier oben auch schon die Schränke leer. Da, ich habe schon ein bisschen was eingepackt. Ein paar Sachen brauchen wir halt noch für die Kleinen, das habe ich draußen gelassen. Aber so das, was wir nicht mehr brauchen, habe ich einfach schon alles eingepackt. Und auch, was ich gestern so geshoppt habe, alles schon eingepackt. Meine Familie wäscht jetzt gerade noch Wäsche und einer ist noch mit den Hunden Gassi, genau. Deswegen bin ich gerade alleine. Ich passe auf die Kleine auf. Die schläft nämlich, die ist so K.O. nach dem Schwimmen, wirklich. Ich bin aber auch richtig geplättet. Ich bin, glaube ich, 3 Bahnen geschwommen und danach war ich völlig K.O. Also wenn man es lange nicht mehr gemacht hat, dann kann es echt anstrengend sein. Ja, ein bisschen gesprungen bin ich auch noch, ein bisschen gerutscht. Es war echt ein ganz schöner Tag. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich gleich ein bisschen hoch auf den Deich und lasse meine Drohne nochmal fliegen. Und dann ist der Tag auch schon für uns gelaufen. Ja, dann heißt es morgen ab nach Hause.